Das ist süß. Können wir uns hier durchbacken? Nee, sicher. Sicherlich nicht. Dieses verfluchte Tor. Man erzählt sich, dass bisher kein Mensch in der Kolonie es öffnen konnte. Aber die kleinen Biester da drüben scheinen die einzigen zu sein, die es geschafft haben, in den Innenhof zu gelangen. Aha, ich verstehe. Moment. Rictus Templar! In Risen konnte man sich als Nautilus verwandeln. Und hier kann man sich als Fleischschwanze verwandeln. Das ist cool. Los geht's! Tja, Gorn, das kannst du nicht, ne? Wie der läuft. Der sich in Hosen gekackt hat. Du hast es tatsächlich geschafft, das Tor zu öffnen. Das mit dem Zauber war wirklich clever. Los, weiter geht's. Los geht's. Ich folge dir. Teleport zu dem Wassermann. Okay. Entschuldigung, Gorn, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Stirb doch, Mann! Jawoll! Ich könnte meinen Monitor nehmen! Okay, Gorn, wir suchen jetzt. Da, na, das habe ich gesucht. Oh, am Arschdorf. Wie viele Snapper sind hier versteckt? Wie viele Snapper haben sich hier eingenistet? 100.000 oder was? Das sind ja schlimmer als Ameisen. Die ficken ja hier den ganzen Tag hier rum, oder wie? Kommst du? Gorn. Für Inosauren. Da ist, ist klar. Guck mal. Für Belia. Wenn wir kommen, oder wenn wir kusen, dann, ne, wie geht der weiter? Ich weiß es nicht. Ich bin sowieso musikalisch nicht begabt, wie ihr schon in der Let's Play gesehen habt. Alter Schwede, was ist das denn? Gorn! Gorn, vier Inos, Gorn. Also dieses Viech, das geht schon richtig ab, ey. Gorn? Hallo! Hallo, Mann! Ach, willst du mir nix sagen? Auf in den Kampf! Auf in den Kampf! Oh. Gut, hier müsste jetzt irgendwo der Froki versteckt sein. Ich, wahrscheinlich in den Truhen hier. Da ist der Froki. Du hast dein magisches Artefakt also gefunden. Ja, komm, ist ja, klar. Ich muss den Fokus. Ich werde dich noch etwas begleiten. Ja, danke schön, mein Schatz. Ihr werdet noch gleich sehen, warum er uns begleitet. Ihr denkt jetzt, warum begleitet er dich? Hat er nichts zu tun oder was? Ja, ihr werdet gleich sehen, warum. Gorn hat eine starke Axt, deswegen, und wir bauen hier seine starke Axt. Wir werden, glaube ich, nichts gegen diesen Troll anrichten. Boah, Gott, warum muss ich immer spoilern? Kommst du? Ah, gleich 14 Uhr, gleich beginnt. Oh, 4. Gleich beginnt Saint Soar together wieder. Kommst du mit? Kommst du mit, mein Schatz? Ja, komm, porte dich da raus, komm. Echt cool. Ich finde, das haben die aber extrem leicht gemacht mit den unsterblich sein und so. Das ist einfach zu einfach, finde ich. Die hätten ihn stärker machen sollen, also.
dass er nicht so schnell stirbt, aber nee, das ist unnötig. Aber wiederum haben die es gut gemacht, weil ihr werdet gleich sehen, warum. Da ist er schon. Ein mächtig großes Problem. Ach du Scheiße. Was ist das für ein Riesenvieh dort drüben? Ja. Wo kommt das denn her? Sieht aus wie einer dieser fast unverwundbaren Trolle. Allerdings etwas kleiner. Ach so. Wie auch immer. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir an diesem Biest vorbei. Gorn, du schlägst sie als erstes. Ich mach. Ich versteck mich, okay? Gorn! Das ist also ein kleiner Troll, junger Troll. Gegen den haben wir, glaube ich, ein bisschen Chance. Das war ein hartes Stück Arbeit. Ja, wir haben das Monster bezwungen. Doch wenn das nur ein junger Troll war... Dann willst du wohl einem ausgewachsenen Exemplar lieber nicht zwischen die Finger geraten. Nee, das so nicht. In etwa. Unsere Wege trennen sich hier. Ich werde noch eine Weile bleiben und herumstöbern. Doch wir werden uns sicher wiedersehen. Bis dann, mein Freund. Bis dann, mein Freund. Es hat mir viel Spaß gemacht, mit dir herumzustöbern. Erkundigen wir erstmal hier ein bisschen. Also hier ist schon mal kein Froki. Also wir haben da schon Froki schon, aber okay. Ah, Level 30, das ist schon gut. Jetzt fehlt uns noch ein Froki. Weil will ich erstmal wissen, was hier eine Ruine ist. Nix. Ja, da hinten ist auch noch eine Ruine, da möchte ich aber nicht reingehen, ganz ehrlich. Weil da ist es wirklich gefährlich. Und da ihr wisst, ich hasse Ruinen. Wie in Gothic Risen gesehen habt. Ich weiß noch zufällig, dass hier noch irgendwas war. Aber nur zufällig. Gut. Und ich denke, wir werden uns gleich in ein Sumpflager teleportieren, weil da in der Nähe ist das letzte. Eine Truhe. Schaffen wir das oder nicht? Also Akrobatik haben wir schon mal dafür gelernt. Müsste eigentlich klappen. Ja. Hat geklappt. Und was jetzt in der Truhe? Nix, ne? Boah, geil, Alter. Da bin ich jetzt neidisch, ey. Zack. Zack, Teleporter zum Sumpflager und zack. Und hier sind wir. So, Leute. Das war's erstmal für heute. Gleich wird noch Saints Row 2 aufgenommen. Ich sag auf Wiedersehen, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Tschüsschen!